Ich bin Hendrik Bolz, der Autor von Nuller Jahre, Jugend in blühenden Landschaften. Ich habe ein Studium, ich bin Ausgebildeter, also ich bin Bachelor in Business Administration. James Fenimore Cooper Lederstrumpf hat mir damals mein lieber Uropa geschenkt. Zehn, also mir macht Schreiben super viel Spaß, egal ob es Songs sind oder jetzt auch ein Buch. Ich finde Schreiben gut. Ja, auch drei. Also es ist beides. Es ist eine Freude, aber es ist auch hier und da Leid. Ja, oft. Also jetzt zum Beispiel gerade bei dem Buch, da merkt man schon, ja, so ungefiltert, jetzt irgendwie so die 10. Schlägerei oder so, es wird dann auch einfach irgendwann langweilig und ungenießbar. Boah. Die Bibel. Ich schaue eigentlich eher an die Wand, ich schaue gar nicht durchs Fenster. Boah, ich weiß gar nicht, ob der jetzt so unterschätzt wird, Peter Richter, no, so 89, 90 und so weiter. Da dachte ich schon, ah, okay, das musste ich jetzt irgendwie mir erstmal so suchen. Ja, wundere ich mich, dass das nicht viel mehr Leute auch schon kennen. Ja, aber das ist ja auch, ich komme ja auch aus dem Rap-Bereich und da ist das ja ein Teil tatsächlich, so die Sampling-Kultur, dass man sich bedient und neu zusammenmixt und das aber auch eine, ja, damit auch eine, ja, weiß nicht, Ehrerbietung ausdrückt. Mit Moritz von Uslar. Ja, 10.000 Mal. Und ich nicht. Das merkt man, dass ich irgendwie, dass ich für ein unbelesener Holzkopf bin. Keine Ahnung. Boah, ich glaube, so eine richtig große Veränderung, ja, vielleicht so Steppenwolf von Hermann Hesse. Also, ist ja eigentlich so ein Buch, was viele Menschen so im Jugendalter lesen, aber da war ich ja noch voll in der Verweigerung. Ich habe das vor ein paar Jahren erst gelesen und es war echt so, jo. Obwohl, nein, Nietzsche, also sprach Zarathustra. Das war auch so, boah, okay, krass. Hochintelligent. Wunderschön, humorvoll, modisch, stylisch, einfach perfekt. Super wichtig, aber auch nicht, muss nicht immer sein und nicht an jeder Stelle. Also gerade so, ja, weiß ich nicht, manche Situationen oder Erzählungen, die werden durch Humor auch nicht unbedingt besser, sondern irgendwie quatschig. Weil ich ein stinkreicher, abgehobener, abgekapselter, isolierter Autor werden will.